Ja, moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Grounded. Ja, nicht wundern, wenn heute der Ton ein bisschen anders ist, beziehungsweise mein Mikrofon sich ein bisschen anders anhört. Nur gestern ist mein Vorverstärker kaputt gegangen. Und jetzt musste ich eine Notlösung erstmal zusammenbasteln hier. Weil Wochenende kriege ich keinen Ersatz. Das heißt, im Laufe der nächsten Woche wird sich da wahrscheinlich tonmäßig wieder was ändern. Aber das kriegen wir hin. Ich versuche zumindest so gut wie es geht Videos zu machen und wenn alles gut geht, heute Abend auch einen Livestream zu machen. Ich hoffe ja, dass das euch nicht stört. Okay, was haben wir in der letzten Folge gemacht? Wir waren in der letzten Folge im Sandkasten und haben den Chip noch geholt. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir den Chip abgegeben haben. Ist aber auch wurscht, weil wir gehen jetzt eh zum Burgel. Warte mal, ich muss mal hier am Mikrofon was ändern. So. Wir gehen eh zum Burgel, weil ich habe noch ein paar Zähne, die ich gerne eintauschen würde, wenn das geht. Und dann könnten wir mal in Richtung Termitenzone gehen, dass wir uns so die ersten Sachen für die Stufe 3 Axt und für die Stufe 3 Hammer zusammen farmen können. Analysieren muss ich nichts. Waren wir eigentlich hier schon drin? Ja, waren wir. Okay. Ja, das ist immer, wenn man ein, zwei Tage keine Aufnahme gemacht hat. Müssen wir immer erstmal gucken, wo man noch hin muss. So, hier haben wir zwei Stück. Wir gehen auf die Mutation. Geht aber noch nicht. Und hier haben wir drei Stück. Die könnten wir auf die... Mir ist eigentlich wichtiger die Rohstoffstapelgröße, weil dann gibt es immer Platz in den Kisten. Hatten wir dem den Chip gegeben? Ja, hatten wir. Okay. So, und dann haben wir ja schon die Quest bekommen. Also wir befinden uns jetzt so gesehen schon im Endgame. Das heißt, wenn ihr jetzt nett Wert drauf legt, die 100% zu machen und ja, hier einmal durchgespielt haben wollt, dann macht ihr jetzt den Scap am da oben auf dem Tisch. Geht zum Mand. Dann kriegt ihr die Quest mit dem Javamatic. Und dann ist das Ganze eigentlich schon erledigt. Aber wir haben ja noch viele, viele Labore, viele, viele Sachen vor uns. So, ich brauche eigentlich nichts mehr mitzunehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal in Richtung Termitenzone. Ich gehe mal stark davon aus, wir nehmen mal Klee mit, weil das ist da oben schwer zu finden. Dass wir im äußersten Notfall da oben nochmal schlafen könnten. So. Na komm. Noch ein paar Fasern, die sind auch da oben schwer zu... War ja nur Klee und Fasern, ne? Muss ich immer mal gucken. Sprössling und Klee. Naja, kriegen wir auch. Okay. Also, einmal Richtung Termitenzone. Und dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen, wie wir das mit der Seilbahn machen. Am besten wäre es eigentlich irgendwo oben auf der Eiche. Und wir könnten auch da oben eine Plattform draufsetzen. Ja, dann müsste ich jedes Mal bis hierher latschen. Das ist ja auch Blödsinn. Na gut, dann halt erstmal nicht. Da kriegen wir noch einen Weg. So. Dann einmal hier entlang. An den Moskitos vorbei, dass die uns in Ruhe lassen. Hoffen wir zumindest. Was brauchte ich denn jetzt eigentlich noch für die Trinkflasche? Fusselseil. Ja, da kommen wir jetzt bald dran. Okay. Ja, und Puppenleder. Klar. Vorteil an der Trinkflasche ist halt, wir können selbst das Wasser aus dem Teich trinken, weil das ist wie ein Aktivkohlefilter und filtert uns somit jeden Dreck raus. Ich glaube, das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Ihr solltet ohne sowas nicht aus dem Teich trinken, auch nicht aus den Pfützen, weil da werdet ihr krank. Und verliert an Leben bzw. Ausdauer, was weiß ich was. Also ist nicht gesund. Ganz einfach. So. Dann einmal komplett hier durch. Sind eigentlich die Bombis wieder mal da? Die hatten wir letztens schon gesucht. Nee, sind nicht da. Und dann gehen wir erstmal hoch in die Termitenzone. Und kloppen wir uns mal so ein bisschen da durch, sammeln ein paar Rohstoffe zusammen, damit wir so langsam an die Stufe 3 Sachen drankommen.
Saft nehmen wir auch mal mit. Es ist momentan noch Mangelware und wir brauchen für die Kisten tonnenweise Saft. Ja, und ihr dürft auch gerne mal Kommentare schreiben, wo wir dann später letztendlich die Hauptbase bauen. Oder man baut die Hauptbase wirklich oben auf der Eiche, wo man dann die Seilbahn dran macht. Ich weiß es nicht, also dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann kam die Frage, warum ich das Ameisenlöwen-Großschwert nicht mache. Weil ich das nicht gern nutze. Ich habe da so meinen anderen Weg. Am Anfang reicht auf jeden Fall hier der Roboarm. Der macht genug Schaden am Anfang. Also mehr brauchen wir da auch nicht. Jetzt gehen wir erstmal da hoch. Nicht wundern, ich habe keine Brutzelschutzrüstung, aber hier gibt es einen Trick, wie wir nach oben kommen. Wir gehen einfach hier entlang. Müssen halt den ganzen Kram hier wegkloppen. So, und nach, ich sag mal, sobald wir hier oben in der Zone ein bisschen vorangekommen sind, wird dann erstmal meine Hauptwaffe werden das Katana, was hier im Sack drin ist. Weil das Katana ist eigentlich so die High-End-Waffe, was in der unteren Zone angeht. Damit macht ihr alles platt. Und deswegen, da mache ich mir kein Ameisenlöwen-Großschwert, weil das macht keinen Sinn, in meinen Augen jetzt alles hochzuleveln und dann die nächste Waffe hochzuleveln und dann wieder die nächste Waffe hochzuleveln. Macht in meinen Augen keinen Sinn. Klar, wenn ihr gern mit dem Schwert spielt, dann könnt ihr das gerne tun. Aber, nö. Ich nutze meinen Roboarm. So, mir erkundschaften erstmal ein bisschen. Da haben wir schon unseren Glitzerkäfer, den brauchen wir uns gar nicht erst zu holen, weil den kriegen wir so eh noch nicht wirklich klein. Die brauchen wir dann eh später. Und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir 1-2 Termiten schon mal klein kriegen. Ja, dich nehmen wir natürlich auch mit. Das Puppenleder lassen wir noch in Ruhe, weil ich habe noch keine Lust, mich mit denen da unten anzulegen. Die machen nämlich einen sehr, sehr guten Schaden. Dann könnten wir eigentlich, na, obwohl wir gehen direkt zu den Termiten, dass wir uns da mal 3-4 Stück wegschnetzeln, dass wir die Zutaten für die ersten Waffen haben. So, dann wird's heißen, wieder zurück, Zeugs herstellen, dann wieder hierher, Nashornkäfer killen, dann wieder zurück. Also, es gibt einen riesen Hin und Her. Aber ich hatte ja am Anfang gesagt, wir gehen das ganz in Ruhe an. Ja, hier sind jetzt die blöden Larven. Wie viel Schaden macht die Armbrust bei denen? Oh, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Deswegen die Armbrust ist schon ganz geil. Wobei die später die Nashornkäfer-Armbrust ein Gamechanger ist, wie man so schön sagt. So. Hier tasten wir uns jetzt erstmal vorsichtig ran, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt gleich 10 Termiten am Hintern hängen habe. Diesmal kommen sie gar nicht raus. Sonst kommen sie immer da rausgekrabbelt. Ja, und den kriegen wir so noch nicht. Weil das bisschen Schaden, was ich im Moment mache, reicht nicht aus, den mit einem Schuss zu killen. Und dann vergräbt er sich direkt und ist weg. Also macht das so gar keinen Sinn. So, die Termiten. Ach komm, ich kloppe sie klein. Ihr seht schon, das geht ganz easy mit dem Dingens. Ich hätte sie mal piepen müssen. Da piepen wir sie mal. So. Deswegen, der Glitzerkäfer macht erst richtig Sinn, wenn entweder die Armbrust hochgelevelt ist oder wenn wir überhaupt die nächste Armbrust haben. Weil dann machen wir mit One-Hit die kleinen Käferchen platt
Wobei ich finde, hier in der Zone macht es eh keinen Sinn, die Käfer zu farmen. Die farmen wir. Was ist denn hier mit der Ausdauer? Die farmen wir dann später im Rohr. Da können wir dann alle 2 Tage hin und kloppen uns da durch. Die können nicht wegrennen und nix. Also, So, wir gehen mal in die Richtung hinten, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier lag ein Marmor- oder Quarzbrocken. Okay, ja, Stufe 3 müssen wir uns merken. Hier war sonst nichts. Dann müssen wir auch bald ein Bettchen bauen, es wird nämlich bald dunkel. Hey, ich hab doch geblockt. Ja, jetzt kommen gleich 2. Ausdauer. Noch gerade den Pfeil. Den können wir auch noch nicht abbauen. Brauchen wir Stufe 3 Axt, aber die werden wir jetzt bald machen. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal zurück zu der Axt da oben, weil da ist eine Analysestation. Da werden wir erstmal die neuen Sachen analysieren. Zack. Jo, haben wir gefunden. Und dann sehen wir auch schon, dass wir die ausgestopften Dinger jetzt bauen können. Und noch mehr ausgestopfte Dinge. Haben wir die Axt schon drin? Nee, da fehlt noch irgendwas. Oder hatten wir die schon vorher freigeschaltet? Wartet mal. Ah, die ist schon drin. Ach so, ja klar, weil wir, ja, die ist wahrscheinlich durch den Hirnschmalz schon freigeschaltet. Also hier sehen wir schon, wir brauchen zähe Schmiere. Das bedeutet, wir müssen irgendeine große Kreatur killen. Und wir brauchen Krähenfederstücke. So, das heißt, große Kreaturen meine ich damit zum Beispiel hier oben die Marienkäfer oder die Nashornkäfer oder die Asling. Ich glaube, hier oben bauen wir uns auch ein Bettchen hin. Da sind wir wenigstens sicher. Dann sind wir doch ein bisschen sicher. So. Aber schlafen gehen wir jetzt noch nicht. Jetzt wäre die Möglichkeit, wir holen uns einen Nashornkäfer. Aber das wird sich noch... Ja, holen wir uns einen, holen wir uns keinen. Wie viele Pfeile habe ich noch einstecken? Nicht mehr viele. Knapp 60 Stück. Also 58. Gucken wir hier nochmal, weil hier liegt, glaube ich, auch nochmal Quarz oder irgendwas. Ja. Ist natürlich Stufe 2. Den können wir mitnehmen. So, und dann kriege ich immer wieder in den Kommentaren mit, ich habe alles an Quarz und Zeugs abgefarmt. Und jetzt komme ich nicht mehr weiter, ich kann nichts mehr leveln. Und da wird auch schon gleich so reingeschrieben, das Spiel ist blöd, weil jetzt geht es ja nicht mehr voran und dies und das. Ihr könnt das Rezept kaufen. Ihr müsst nur alle Chips geholt haben und dann holt ihr euch das Rezept und dann könnt ihr die Dinger selbst herstellen. Also ich glaube, ja, wir können ja die ersten schon selbst herstellen. Die Spröde können wir schon herstellen. Und den Robusten zum Beispiel, da müsste der Chip, ich glaube, beim Termitenkönig drin sein. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Und der letzte Chip ist beim Schmeckdor mit drin, dass ihr dann die restlichen Sachen alle herstellen könnt. Aber ihr könnt die Sachen zum Hochleveln alle selbst herstellen. Och komm. Hau ab. Komm.
So, mal gucken, ob wir uns einen Nashornkäfer irgendwie... Oh ja, da ist schon einer. Ob wir uns den an eine günstige Position locken können, weil am Anfang macht er uns einen sehr guten Schaden. Ach komm, hau doch ab, ich will einen Nashornkäfer, nett dich. Jo. Ach, noch so eine Blöde. Komm. Ach, da ist noch einer. Gleich zwei Stück, oh wei. So. Na komm her. Na komm. Erst piepen wir den mal. Und jetzt haben wir ein bisschen was zu tun, weil die Pfeile machen halt viel Schaden. Aber so farmen wir am Anfang Nashornkäfer, ohne Schaden von dem zu kriegen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn der jetzt hier die Gräser umschnippt, kann das passieren, dass wir durch die Welt fliegen. Aber das soll uns nicht stören. Deswegen, das ist der einfachste Weg, Nashornkäfer zu fangen, ohne dass er für euch irgendein Problem darstellt. So, machen wir noch ein schönes Foto. Und das hier mit dem Nachladen macht keinen Sinn, weil das macht keinen Schaden mehr. Also guckt euch das an. Ja, das war jetzt blöd, weil er ein Stück zu weit zurück war. Müsst ihr manchmal aufpassen. Aber wenn der Stein kommt, also ausweichen ist ja da kein Problem. Bleibt doch mal schön hier. Gleich haben wir den ersten. Und da kriegen wir auch zähe Schmiere raus. Ja. So. Den ersten haben wir. Und auch die ersten Teile haben wir. Jetzt sammeln wir uns die Pfeile wieder ein. Zumindest die, die wir bekommen. Aber es müssten alle da sein. Oder auch nicht. Ah, sieht gut aus. Dann schauen wir mal, ob wir den zweiten auch noch anlocken können. Der ist wahrscheinlich jetzt unten. 100 pro. Aber wir könnten uns mal heilen. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Ah, der läuft da hinten rum. Ja, der ist, glaube ich, da hinten. Aber gut, wir gehen eh jetzt mal in die Richtung. Erstens Bettchen, zweitens analysieren. Ja, komm. Wir locken uns den. Ja. Der kommt doch eigentlich auch nicht hier unten rein. Er kann hier mit dem Stein reinschießen. Ja, das würde gehen. Aber ich glaube, hier rein kommt er ja nicht. Probieren wir doch mal aus. Aha. Das ist auch gut mit dem Blatt. Na komm.
So geht's halt ein bisschen schneller als mit der Armbrust, ne? Ist ja klar. Mal wieder einen Schritt zurück. Ja, ja. Ja, bei dem Stein müssen wir aufpassen. Der macht halt mehr Schaden, wie der ganze Nashornkäfer Schaden macht, ne? So, haben wir den auch schon. Und das ist ja das, was ich auch immer wieder sage. Nutzt irgendwelche Möglichkeiten, wie jetzt zum Beispiel das Blatt hier. Stellt euch drunter, der passt da nicht drunter. Da könnt ihr ein Blatt machen und den Stein könnt ihr immer ein bisschen ausweichen, ne? Das sind so Sachen. Und das hat ja nichts mit Cheaten oder sonst was zu tun. Das ist einfach nur die Game-Mechanik ein bisschen ausgetrickst. Und man muss nicht immer da Voll-Action und also, ich denke mal, so ist es ganz praktisch. So, jetzt können wir aber auch mal gucken. Wir analysieren jetzt erstmal den ganzen Käse. Ein Kopf. Ich glaube, für den Hammer brauchten wir mehr wie nur einen Kopf. Müssen wir doch gerade mal gucken, aber ich glaube, da war ein bisschen mehr wie ein Kopf. Nee, es war ein Kopf. Jetzt brauchen wir noch das Puppenleder. Und das kriegen wir erst mit der nächsten Axt. Also mit der. Da hätte man eigentlich Federstücke mitbringen können. Aber... ach, das kriegen wir auch so hin. Das Problem ist, hier in der oberen Zone wird man keine Federn finden. Außer mit viel Glück in der Grillzone. Da könnte eine Kiste sein, die ihr ausgraben könnt. Und vielleicht ist da das ein oder andere mit drin. So, wir trinken erstmal was und wir essen etwas. Und ja, dann gehen wir erstmal nach Hause. Weil wie gesagt, das Puppenleder könnte ich natürlich jetzt runterschießen, aber ich kann es nicht kleinkloppen. Das wird nicht funktionieren. So, und wir ignorieren jetzt einfach wieder mal alles, was hier rumläuft. Und ich glaube, den kriegen wir so nicht klein. Ja, weg ist er. Das könnt ihr vergessen am Anfang. Aber da hätte ich dran denken können. Einfach mal 4 Federn mitnehmen. Ich habe nicht dran gedacht. Da hätten wir uns den Weg sparen können. Das mit dem Puppenleder kann ich euch ruhig nochmal zeigen, wenn uns die Marinis das lassen. Stufe 3 Axt. Ja. Jetzt müssen wir hier weg. Weil die Marinis machen am Anfang sehr guten Schaden. Aber wir haben ja Zeit. Das heißt, wir looten jetzt hier alles nochmal. Hier die Assel, hatten wir die schon gepiept? Hier ist ja jetzt die normale Assel, also nicht die kranke. Ja, die haben wir schon. Die brauchen wir uns aber nicht klein zu machen. Das ist, ja. So, dann haben wir jetzt schon die ersten Schritte hier auf der oberen Zone gemacht. Das ist doch schon ganz gut. Das heißt, wir machen jetzt die Termitenaxt. Ah, das ist riskant. Ich bin nämlich gerade am Überlegen. Federn liegen auch immer wieder da oben drauf. Wir könnten probieren, ob wir vielleicht erst nochmal zum Picknicktisch gehen, in der Hoffnung, dass wir da Federn bekommen. Falls ja, können wir gleich zurück und können noch Puppenleder farmen. Habe ich noch eine... ach, ich habe ja die Autobooster-Blume. Na, wir testen es einfach mal. Wir laufen jetzt. Ihr lasst mich in Ruhe. Wir laufen jetzt einfach mal zum Picknicktisch und schauen, ob wir Erfolg haben. Wenn ja, wäre es doch ganz geil. Da haben wir für die nächste Folge ein bisschen Zeit gespart.
Und wenn nein, dann ist es halt so. Watch it. Speedy coming through. So. Auf jeden Fall sind wir so schneller, als wenn wir erstmal heimrennen müssen. Ach, Bombi. Ist halt jetzt die Frage, ob da oben Federn liegen. Normal liegt immer eins, zwei Federn da rum. Kann aber auch sein, dass, weil wir sie erst gefarmt haben, dass da vielleicht gerade nichts liegt. Aber ein Versuch ist es wert. Und wie ihr das letztendlich alles macht, es gibt hier drinnen kein richtig und falsch. Es gibt tausend Wege. Wir hätten jetzt auch erstmal im Teich die ganzen Rezepte holen können für die Totems und was weiß ich. Wir hätten aber auch, was weiß ich, erstmal die Flasche zumachen können. Deswegen ist jedem selbst überlassen, was, wie, wann und wo gemacht wird. Jetzt kommen die blöden Bienen wieder. Ja. Könnt mich mal, kreuzweise. Guck nicht so blöd. So, mal gucken, ob da Federn liegen. Meistens liegt hier bei der Brille etwas. Ah, da liegen Bienen. Aber keine Federn, ne? Eine wird uns reichen. Wir brauchen nur 4 Federstücke. Hier liegt diesmal nichts. Dann müssen wir oben nochmal gucken. Vielleicht haben wir da ein bisschen Glück. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir jetzt, werde ich offscreen schon mal heimlaufen. Werde die Termitenaxt herstellen. Weil daheim habe ich Federn. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann, was weiß ich, dann stehe ich schon am Grill, dass wir so ein bisschen Weg gespart haben. Jetzt so am Anfang würde ich das ganz gern so ein bisschen machen, da wir noch keine Seilbahnen haben. Und Riesenwege zu latschen haben. Ja, wenn ich jedes Mal eine halbe Stunde irgendwo hinlaufen muss, dann bleibt nicht viel Zeit für die fürs Farmen. Fürs Questen. Ist dann halt später. Hier sind weit und breit keine Federn, ne? Ist dann halt später viel einfacher. Wenn wir mehrere Seilbahnen haben. Und noch später, wenn wir dann die Teleporter haben. Da geht's erst richtig rund. Hier ist diesmal tatsächlich keine Feder. Hätte ja mal sein können. Ja, ich weiß, unten im Graben, da sind Federn. Aber in den Graben gehen wir diesmal noch nicht. Da machen wir vorher die Flasche zu, weil da in dem Nebel drin rumirren, das ist ein bisschen, ja. Müssen wir nicht haben. Was wir jetzt aber noch machen, wir gucken mal ganz kurz. Ja genau, hier ist ein Zahn. Ist nur die Frage, welcher Fußabdruck, wo ist er, der passende. Da ist er. Den nehmen wir doch gleich mit. Dann hätten wir auch gleich ein Kaugummi. Glaube der gut. Die Kaugummis immer einsammeln. Gerade später für die Dimensionen werden sie sehr oft gebraucht. Weil ihr damit ja, ihr braucht ja immer 5 Kaugummis, um den Javamatic zu starten. Und wir könnten dann auch die Flasche hier mal zumachen. Dann haben wir zwar die infizierte Wolfsspinne da rumlaufen. Aber die sollte, ja, die kann man gut umgehen. Was? Ich glaube, ich habe die Maske doch dabei. Ja. Wir machen noch die Flasche zu. Dann ist es nämlich auch erledigt. Da ist der Schritt erledigt. Die 5 Minuten nehmen wir uns noch. Ach, das hat nicht gereicht.
Ja. Und ihr müsst damit rechnen, sobald ihr die Flasche da oben jetzt zumacht, habt ihr einmal die infizierte Wolfsspinne, die spawnt dann hier überall im Garten. Hier nehmen wir den Skep gerade mit. Und, ab dem Moment spawnen auch überall Kletten. Also wenn ihr viel am Bauen seid oder bauen wollt, würde ich euch das schon empfehlen. Ja, da sind überall Zähne drin, aber die können wir erstmal ignorieren. Das sehen wir dann besser, wenn wir die Maske nicht mehr brauchen. Ja, die können wir auch ignorieren. Ja, ja, alles gut. Die können wir auch ignorieren, alles ignorieren. Dafür haben wir die Läuselatschen. Dann kommt ihr nämlich immer zügig von sowas weg. Dann habt es ein bisschen einfacher. Wenn die Ausdauer mal mitspielen würde. So, wir laufen hier ganz raus, also Richtung Terrasse. Dann hat man normalerweise hier noch den Kaugummi. Den nehmen wir uns auch gerade mit. Gibt es einen kleinen Trick. Einmal drücken und springen. Na, das war zu früh. Dann machen wir die Flasche auch gleich zu. Ist eh auf dem Weg, von daher passt das. Da brauchen wir wenigstens die blöde Maske nicht mehr. Brauchen sie überhaupt auch nicht mehr mit uns mitzutragen. Weil die Maske brauchen wir nur bei den Baumwanzen. Und wer weiß, wo die Baumwanzen sitzen, kann die gut umgehen. Also da sind die keine Gefahr. Und auch mit der Armbrust sind die dann eh kaum noch eine Gefahr. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie man ganz easy die zwei Nashornkäfer da platt macht. Ja. Zack. Dann haben wir jetzt auch recht schnell unsere Nashornkäferarmbrust. So, Flasche ist zu. Wir können die Maske absetzen. Mache vielleicht nochmal ein kleines Foto davon. Mache nochmal ein Foto. Ach, guckt euch das mal an. Da liegt eine Feder drin. Da müssten wir... Da ist die Frage, wie man da hochkommt. Weil ich glaube, hochbauen ist da eigentlich nicht. Da wäre jetzt unsere Feder. Den machen wir auch gleich. So, und jetzt ist der Vorteil, die Gräben sind alle nebelfrei und man sieht dann halt auch die Federn und alles Mögliche, was man braucht. So, Inventar ist eh fast voll, das würde bedeuten, wir brauchen gar nicht mehr zu farmen und müssen so oder so jetzt heim. Also es macht auch keinen Sinn, jetzt hier Federn zu farmen, dass wir die Termitenaxt to go basteln könnten. Das ist Blödsinn, brauchen wir nicht. Ja, da unten liegen noch Zähne, ich weiß. So. Also erstmal nach Hause. Ja, da unten sind Punkte, da sind Zähne. Da werden wir jetzt auch eine ganze Folge nochmal alle Gräben aufräumen. Guckt euch das mal an. Ja, ich kann die Federn nicht liegen lassen. Es tut mir leid. Weil Federn sind immer so rar. Nehme ich sie lieber gleich mit, bevor sie dann irgendwann despawnen oder sonst irgendwas. So, jetzt haben wir zumindest Material einstecken für... ja. Für die Termitenaxt. Ja, ich wollte eigentlich heim. Jetzt sind wir hier im Loch am Farmen. Na super. Aber gut, wenn wir es jetzt haben, haben wir es. Geht halt die Folge nochmal 2 Minuten länger. Der ist hängen geblieben. Das
halt auch immer schwer, die Folgen auf 30 Minuten zu machen, weil wenn es nach mir ging, würde ich den ganzen Tag hier zocken. Aber zu lang ist dann auch wieder nicht gut. Komm. Mit dem Punkt mit. Ganz wichtig, wir kloppen die hier weg. In der Hoffnung, dass wir das Amulett bekommen. Weil ihr wollt ja sehen, wie ich die infizierte Blutmutter irgendwann platt mache. Und wenn, dann mache ich die diesmal mit Amulettblatt. Und wenn ich dafür 500 Folgen brauche, um das Amulett zu kriegen, ist mir wurscht egal, ohne Amulett mache ich die nicht. Weil die ist nervig. Die ist einfach nervig. Die ist zwar recht einfach, wenn man weiß wie, aber da kommt schon dazu, das Amulett, das kann einem wirklich die Hintern retten da drin. So, dann sind wir hier im Loch auch fertig. Nehmen wir noch den Zahn mit. Mistviecher. Ja, und nochmal zu der Frage, warum ich kein Ameisenlöwen-Großschwert nehme. Das hat zwar einen besseren Kampfschaden, aber durch den Elektroschock, der ist etwas brutaler wie der normale Schaden vom Ameisenlöwenschwert. Weil da gibt es keine Resistenzen dafür. Müsst ihr auch bedenken. Es gibt keine Resistenz bei den Tieren gegen Elektroschock oder irgendwas. Ach, ihr seid echt so nervige Viecher. So, jetzt sind wir aber fertig hier. Jetzt sind wir hier durch. Gut. Dann würde ich sagen, ich laufe jetzt heim. Also jetzt werdet ihr auch nichts mehr verpassen. Ihr seht ja schon, wir sind hier beim Baseball. Ich laufe jetzt heim. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, dann sehen wir uns daheim. Dann werde ich erstmal das Zeug herstellen, was wir herstellen können. Und dann passt das Ganze. Gut. Dann würde ich sagen, seid so nett. Lasst einen Daumen nach oben da, abonnieren, kommentieren. Ihr kennt ja das Spielchen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis denn und tschüss.